An allem Unfug, der passiert, sind nicht etwa nur die Schuld, die ihn tun, sondern auch die, die ihn nicht verhindern. Toren besuchen im fremden Land die Museen, Weise gehen in die Tavernen. Man kann auf seinem Standpunkt stehen, aber man sollte nicht darauf sitzen. Wer seine Schwiegermutter totschlägt, wird geköpft. Das ist ein uralter verständlicher Brauch. Wunder erleben nur diejenigen, die an Wunder glauben. Dass wir wieder werden wie Kinder, ist eine unerfüllbare Forderung. Aber wir können zu verhüten versuchen, dass die Kinder so werden wie wir. Die Dummheiten wechseln und die Dummheit bleibt. Das Gewissen ist fähig, Unrecht für Recht zu halten, Inquisition für Gott wohlgefällig und Mord für politisch wertvoll. Das Gewissen ist um 180 Grad drehbar. Je üppiger die Pläne blühen, umso verzwickter wird die Tat. Es kann nicht früh genug darauf hingewiesen werden, dass man die Kinder nur dann vernünftig erziehen kann, wenn man zuvor die Lehrer vernünftig erzieht. Dass man lebt, ist Zufall, dass man stirbt, ist gewiss. Die Lust an der Macht hat ihren Ursprung nicht in der Stärke, sondern in der Schwäche. Die ersten Menschen waren nicht die letzten Affen. Irrtümer haben ihren Wert, jedoch nur hier und da. Nicht jeder, der nach Indien fährt, entdeckt Amerika. Der Mensch soll lernen, nur die Ochsen büffeln. Wenn man genug Geld hat, stellt sich der gute Ruf ganz von selbst ein. Alle beide, Hund und Katze, sind reich an Tugenden und Talenten. Doch der Hund hat ein Talent zu viel. Er lässt sich dressieren. Und er hat eine Tugend zu wenig. Er ist ein Tier ohne Geheimnisse. Am schlimmsten ist die Einsamkeit zu zweit. Bei Vorbildern ist es unwichtig, ob es sich dabei um einen großen toten Dichter, um Mahatma Gandhi oder um Onkel Fritz aus Braunschweig handelt, wenn es nur ein Mensch ist, der im gegebenen Augenblick ohne Wimpernzucken gesagt oder getan hat, wovor wir zögern. Erst bei den Enkeln ist man dann so weit, dass man die Kinder ungefähr verstehen kann. Wie gesagt, das Leben muss noch vor dem Tode erledigt werden. Jedes Lächeln, das du aussendest, kehrt doppelt zu dir zurück. Nie soll man so tief sinken, den Kakao, durch den man gezogen wird, auch noch zu trinken. Man kann zur Not das eigene Herz belügen, das andere nicht. Ich glaube an den gesunden Menschenverstand wie an ein Wunder. Doch der gesunde Menschenverstand verbietet mir, an Wunder zu glauben. Die Vergangenheit muss reden und wir müssen zuhören. Vorher werden wir und sie keine Ruhe finden. Der Neid, der keinen Weg sieht, begibt sich auf den einzigen Ausweg: ins Verbrechen. Was war, wird nicht besser, indem man es nachträglich lobt. Vernunft muss sich jeder selbst erwerben, nur die Dummheit pflanzt sich gratis fort. Ein Mensch, der Ideale hat, der hüte sich, sie zu erreichen. Sonst wird er eines Tages statt sich selber anderen Menschen gleichen.
Das Gewissen ist eine Uhr, die immer richtig geht. Nur wir gehen manchmal falsch. Man kann sich auch an offenen Türen den Kopf anrennen. Glück ist keine Dauerwurst, von der man sich täglich eine Scheibe herunterschneiden kann. Fantasie ist eine wunderbare Eigenschaft, aber man muss sie im Zaum halten. Die Zeit fährt Auto, doch kein Mensch kann lenken. Ihr sollt lernen, Schläge einzustecken und zu verdauen. Sonst seid ihr bei der ersten Ohrfeige, die euch das Leben versetzt, groggy. Denn das Leben hat eine verteufelt große Handschuhnummer, Herrschaften. Freunde, nur Mut, lächelt und sprecht. Die Menschen sind gut, bloß die Leute sind schlecht. Wenn einer keine Angst hat, hat er keine Fantasie. Das meiste auf der Welt geht nicht durch Gebrauch kaputt, sondern durch Putzen. Der Humor ist der Regenschirm der Weisen. Man spricht durch Schweigen, und man schweigt mit Worten. Man muss abwarten können, die Neugierde ist der Tod der Freude. Mut beweist man nicht mit der Faust allein, man braucht den Kopf dazu. Die Größe eines Menschen hängt nicht von der Größe seines Wirkungsfeldes ab. Glaubt nicht, ihr hättet Millionen Feinde. Euer einziger Feind heißt Krieg. Mut ohne Klugheit ist Unfug, und Klugheit ohne Mut ist Quatsch. Indes sie forschten, röntgten, filmten, funkten, entstand von selbst die köstlichste Erfindung. Der Umweg als die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten. Die meisten Menschen legen ihre Kindheit ab wie einen alten Hut. Sie vergessen sie wie eine Telefonnummer, die nicht mehr gilt. Ihr Leben kommt ihnen vor wie eine Dauerwurst, die sie allmählich aufessen, und was gegessen worden ist, existiert nicht mehr. Die Erde ist ein gebildeter Stern mit sehr viel Wasserspülung. Erst wenn die Mutigen klug und die Klugen mutig geworden sind, wird das zu spüren sein, was irrtümlicherweise schon oft festgestellt wurde. Ein Fortschritt der Menschheit. Manche Menschen benutzen ihre Intelligenz zum Vereinfachen, manche zum Komplizieren. Man nimmt den Mund nicht voll, wenn man die Schnauze voll hat. Welches Zitat hat euch am besten gefallen? Wir warten auf Ihre Antwort in den Kommentaren. Abonnieren Sie unseren Kanal und achten Sie auf die Klingel, damit Sie das nächste Video nicht verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen.